Einen wunderschönen guten Morgen aus der Wüste. Wir sind umgezogen, letzte Folge. Ich mache jetzt hier mal aus. Wir müssen uns um unsere geistige Gesundheit kümmern, beziehungsweise müssen questen und dann schauen, ob wir hier noch Dinge finden. Mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht durch alle Räume durch bin in meiner neuen Behausung. Das holen wir jetzt mal gerade schnell nach. So, hier ist offen. Hier haben wir durch. Hier geht's ins Bad, wo wir drüben sind. Oh, gut. Dann. Oh, einmal Pilze. Die können wir hier direkt ins Bad heften wieder. Wo hatte ich denn eben Pilze hingesetzt? Hier, ne? Ja. Können wir eigentlich mal die Toilette entfernen? Und dann müssen wir auch mal gucken, was die Nachbarn so zu erzählen haben. Die sind die ganze Nacht schon am Machen und Tun. Ich glaube, das Wegschlagen macht mehr Sinn, ne? Dann mache ich mir meine... Mache ich mir hier meine gute Wrench nicht kaputt für so ein bisschen Stein. So, das stellen wir wieder auf. Das kommt raus. Genau. Das lassen wir auch so weit drin. So, los geht's. Der Sonnenaufgang sieht aber krass aus, oder? Cool. Das sieht ja richtig geil aus, wie das Licht durch die Bäume kommt. Da ist auch noch jemand. So, dann lass uns mal questen, bevor uns der Kotzer da entdeckt. Naja, genau, das ist schon soweit. Lass uns mal in den örtlichen Elektronikmarkt gehen und schauen, was uns hier erwartet. Zip. Goody. Good, 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 good. Ein bisschen Eisen. Ein bisschen Nischt. Der Laden ist eröffnet. Oh, ein Kleber, da sage ich aber nicht nein. Oh, der Sheriff kommt vor. Ach du Güte, jetzt habe ich hier eine kleine Horde. Ach shit, ich. Scheiße, ich stehe voll drin. Mist, ich muss mal ganz kurz ins Haus rum. Wer hat mich jetzt hier noch angekotzt? Mutti hat mich auf jeden Fall angekotzt. Nicht platzen. Oh nein. Oh oh. Warum kommt denn jetzt hier gerade eine Horde, wo ich hier die Quest starte? Au, von hinten. Super. So, können wir jetzt bitte hier mal ein bisschen uns beruhigen? Lady. So. Alter Vater. Spinnen die denn hier? Ich bin doch gerade erst angekommen. So. Rein da. Rucksack übersehen? Ah ja.
Vielen Dank für den Hinweis. So, warte mal, Yucca-Samen müssen wir ganz sicher nicht mitnehmen. Wir sind hier in der Wüste. Ich glaube, wenn es hier was gibt, dann ist es Yucca. Zwei Skillpunkte. So, warte mal. Wir waren noch hier am Skillen, damit unsere geistige Gesundheit nicht so schnell nach unten geht. Das war hier from the shadows, ne? Das heißt, wir müssen hier auf Agilität 7 kommen. Okay, out of Punkte. Irgendwo läuft hier was, ja. Kommt der Nachbar rein. Wie stabil bist du denn, mein Freund? Haben Sie das auf Kamera? Da. Nix, nix, nix. Was müssen wir machen? Clear the area müssen wir machen. Tja, dann gucken wir erstmal hier links, würde ich sagen. Oh. Wollen wir uns gerade was zu trinken besorgen, oder? Das ist zwar auch teuer, aber ich nehme was mit. Ah, da ist er. So. Oh oh. Kommt hier noch ein Wolf zu Besuch? Ein Kojote besser gesagt, nicht Wolf. War da doch gerade. Ich habe noch gerade Quieken gehört. Mann, wie ein Helmlicht. Was? Also wenn man so ein Helmlicht nicht hat, was für ein Komfort das ist, ne? Nochmal zwei Batterien. Ist ja super. Dann können wir auch immer Ersatzbatterien mitnehmen, damit das Helmlicht nicht ausgeht. Noch mehr Batterien. Na gut, was sollen wir im Elektronikladen auch finden, wenn nicht Batterien? Noch mehr Batterien. Okay. Ich glaube, das Licht geht uns nicht so schnell aus. Guck mal hier. Immer im 5er-Stack. Locked. Huh. Ich dachte, ich habe was gehört. Da oben in der Box eingesperrt. Oh.
Oh nee, noch so ein Sprungzombie hier da. So ein Spider-Zombie. Geh weg. Au. Vor der Tür, die gehört aber nicht zum Poi, oder? Ihr seid doch bestimmt in der Decke da oben, oder? Ach, guck mal. Die können raus. Okay, das ist auch draußen. Na? Ach, schon fertig. Dann, bevor wir gleich überrascht werden... weiß ich nicht. Hopfen raus. Hatte ich nicht Aloe dabei? Nicht komplett. Gut, schnell hier durchmachen, bevor der Hund sich hier reinarbeitet und uns überrascht. Was hauen wir noch raus? Gammel. Scrappen. Lernen. Oh Gott, so viel Batterien kann doch kein Mensch schleppen. Okay, raus hier. Schnell raus hier, bevor sich hier reinarbeiten und ich hier noch mehr Probleme habe. So, wir sehen uns gleich beim Händler zum Abgeben. Bis gleich. So. Tachchen. Howdy. What can I do you for? Ich nehme die Magazine. Und eine neue Quest hätte ich noch gerne. Eine... Ah, wir haben auch T2-Quests die ganze Zeit gemacht, fällt mir mal gerade auf. Die T3 sind erst hier unten. Eine Infestation. Ja gut, was soll schief gehen, würde ich sagen, oder? Ich habe zu danken. So, und du gibst mir jetzt mal bitte Medizin. Er hat ja gar nichts da. Das kann Lavendel überhaupt nichts. So Leute, bevor wir die Infestation Quest machen, gehen wir jetzt erstmal ins grüne Biom und gucken nach Lavendel. Wo steht denn mein Fahrrad auf der anderen Seite? Weil mit dem geistigen Zustand, den ich hier gerade habe, auch im Spiel, macht das hier irgendwie keinen Spaß. Und wir haben ja zum Glück, haben wir hier in der Nähe das grüne Gebiet. Das heißt, wir müssen eigentlich nur nach Osten fahren. So, gucke. Und dann finden wir bestimmt Lavendel. Jetzt besorgen wir uns erstmal 10, 15 Lavendel oder sowas. Ne, und wir brauchen, ich glaube, wir brauchen pro Lavendelöl brauchen wir 9 oder sowas. 8 nur noch. Okay, sehr gut. Das heißt, wir holen uns jetzt mindestens 16 Lavendel. Und damit wir uns zweimal Öl machen können. Und dann sollte das eigentlich... Oh Gott. Mein Fahrrad ist auch bald kaputt. Wann gibt's denn ein Moped? Ich bin so verwöhnt von der Prepokalypse, dass du so zeitig ein Moped kriegst, dass ich gar nicht mehr gewöhnt bin, mit dem Fahrrad zu fahren. So, komm, gib mir Lavendel. Ihr müsst Lavendel geben. Da sehe ich schon einen. Links sehe ich noch einen.
Oh, sogar zwei. Komm, ich habe mein Licht noch an, oder? Ne, jetzt aus. Nicht, dass wir hier unnötig die Batterie von dem Helm nicht verbrauchen. Gut, wir haben jetzt so viele Batterien gefunden in dem letzten Poi. Das sollte ja gar kein Thema sein. Da muss man auch erstmal ein Auge für entwickeln, oder? Den Lavendel zu entdecken. Gib mir Lavendel. War hier einer eben? Ne, es sind diese hellblauen Blumen, die ich immer damit verwechsel. Da ist einer. Ein bisschen rote Blumen können wir auch mitnehmen. Ne? Roter Tee ist ja so das Beste, was man hier so kochen kann derweil. Von daher nehmen wir auch ein paar rote Pflanzen mit. So, ich glaube, wir steigen aufs Fahrrad, jetzt hier hin und her zu latschen, ist ein bisschen... Moment. Hallo? Hier war doch im Nest. Ach, da drunter. Wir könnten ja eigentlich mal in der Stadt gucken, ob es hier vielleicht einen großen... ein großes Krankenhaus oder irgend sowas gibt, weil da müssten wir auf jeden Fall auch was finden, was uns hilft. Könnte ich mir vorstellen. Na? Ist halt auch nur so ein kurzer Streifen hier, wo wir uns hier aufhalten. Da ist ein Lavendel und da vorne ist ein Lavendel. Wie viel haben wir denn jetzt? 7. Das ist noch nicht mal ein Öl. Gut, ich mach mal so. Ihr wisst ja, worauf es hinausläuft. Ich glaube, hier werden keine großen Überraschungen sein, während ich hier im Lavendel suchen bin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da ist er auch schon wieder zu Hause. Eine erfolgreiche Tour liegt hinter uns. Wir haben ein bisschen Lavendel dabei. Ich habe insgesamt 34 Lavendel habe ich jetzt gefunden. Das Ding lege ich mal auseinander. Wir sortieren hier kurz den Kram aus. Die 762 lassen wir da. Das Buch können wir später verkaufen. Das lege ich mal in die Waffenkiste ganz nach unten. So, was haben wir hier? Eine Schaufel. Das ist Quatsch, brauchen wir nicht. So, wir haben auch ein paar rote Pflanzen mitgebracht. Dann brauchen wir jetzt Lavendel. Wir brauchen Wasser und da fängt der Hamster schon an zu humpeln. Das haben wir nämlich alles in roten Tee verarbeitet. Aber dann werden wir es mal so anwerfen. Das Nähzeug machen wir unten rein. Die Steinchen da oben. Die Eier kommen hier rein. Wasser tickt nach oben. Die Yucca-Fruits, kann ich mal probieren, ob wir da eventuell mit Yucca-Saft was machen können. Das könnte ja auch was werden, könnte ich mir vorstellen. Ich gucke mal kurz nach dem Wassersammler, ob der uns eventuell schon Wasser produziert hat. Hat er? So, so geht das ja nicht. So war das. Ach du Güte. Aber die Bienen produzieren auch Honig. Ich könnte mich ja fast nur von Honig ernähren. Oder? Wenn ich hier den... Was gibt denn so ein Honig? 8 Food. Was haben wir für Rezepte? Hier, Pumpkin Cheesecake. Oh, da brauchen wir aber viel Zutaten. Naja, das ist alles sehr teuer. Okay, aber wir können doch davon essen. Kann ja auch ein bisschen präventiv helfen, ne? Wenn das so gut produziert wird, der ganze Kram. So, 15. Das müsste eigentlich reichen. So, dann brauchen wir noch ein Läppchen. Und dann können wir noch ein Lavendel-Öl ansetzen. Und ich würde sagen, wir warten jetzt noch die 20 Sekunden ab. Dann können wir noch eins ansetzen, weil das dauert ja schon relativ lange, bis das durchkocht. Und dann questen wir jetzt unsere Infested-Quest durch. Wir machen das mal so.
Sehr schön. Und der Rest vom Lavendel kommt hier rein. Das zu trinken packen wir auch da rein. Und den Honig, der geht auch nicht höher. Dann kommt er auch hier in die Kiste rein, ne? Sehr gut. So. Wenn wir nach Hause kommen, machen wir ein bisschen Seelenpflege. Nicht nur im Spiel wichtig, auch in der wahren Welt. So, wo geht's denn hier rein? Was ist denn das überhaupt? Ein Umspannwerk oder was ist das hier? Hybrid Energy Substation. Na gut. Da müssen wir uns erstmal um den Kopf kümmern. Wo war denn der jetzt? Ach, das Mutti war das. Nicht explodieren. Tachchen. Kaputt? Kaputt. Endlich Batterien. Ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, wann gibt es endlich wieder Batterien? So, irgendwo war doch hier noch Party, oder? Du, bevor ich die Quest starte und schon wieder vor komischen Momenten stehe. Haben wir noch jemand? Du noch. So, darf ich jetzt starten? Da rollt ein Kopf um die Ecke da hinten. Niemand drin. Okay. Pipe Rifle Quality 3. Naja, das ist nicht so mein Ding. Hier ist niemand. Was sind das? Run Speed plus 2. Ach, nehme ich auseinander. Ihr seid ja alle Zwillinge. Das ist ja krass. Den lassen wir hier. Oder nehmen wir den auseinander? Nehmen wir mit. Hier war ich noch nie drin in dem Ding. Ist das auch einer der neuen Preuß? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich uralt. Na, jetzt kommen sie aber raus. Erst waren die ganzen Hausmeister hier, jetzt die ganzen Ingenieure. Bei so viel Sprit wäre es doch mal schön, wenn wir langsam irgendeinen fahrbaren Untersatz kriegen, der mit dem Sprit auch fährt, oder? Hier ist unlocked und hier auch? Ne, ist locked. Was war denn das für ein Sound? Ist ja krass, volles Echo drin. Jetzt muss ich echt hier durch. Gerade sagen. Bitte eine neue Reihe aufstellen. Ey Leute, hier hochkommen. Ach so, das ist der Trick. Ich hätte damit einkrachen sollen, ich verstehe.
Alter. Zum Glück habe ich vorher Honig gegessen. Ich habe nämlich gemerkt, dass die Bienen so schnell Honig produzieren, dass man das gut als Nahrungsquelle verwenden kann. Sonst wäre ich jetzt verseucht worden. So, 0,9. Ich hoffe, das hält noch eine Zeit lang. Sag mal, was ist denn hier los? Tag der Bauarbeiter. Aber es gibt gute XP, ne? Das ist ein Riesenvorteil. Ist was dahinter? Nee. Okidoki. Oh, Finale, wa? Okay, go, bin bereit. Oh, die sind aber... Ein bisschen separieren wäre schon ganz schön. Oh, falsche Richtung. Oh. Boah, 3% habe ich noch. Ah, da kommen sie doch schon wieder. Tausendfünfhundert. Kommen ja noch hier durch. Alter Vater, was eine Nummer. Okay, infested clear, ne? Alter Vater. Mit wie viel habe ich gerade überlebt? 1% oder sowas, oder? Was stand da eben dran? Junge, 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 Junge. Hier ist die Tür. Achso, die habe ich wieder zugemacht. 3%? Oh Gott, oh Gott. So war das nicht geplant, aber dass auch solche fiesen Möps dabei sind, ne? Wow. Ups. Okay, das war's, ne? Ist er leer. Ich habe ja nur noch drauf gewartet, dass hier die Kreischerin-Horde kommt, weil ich halt so am Ballern war. Ah, hier ist auch eine kleine Horde.
Was kommt da erschwerend hinzu? Boah, was eine Nummer. Ui. Ach, Mutti. Oh, meine Pistole. Oh, ich habe kein Repair-Kit mehr. Nee, ich brauche ein Pistolen-Repair-Kit. Verdammt. Wir sehen uns gleich beim Händler. Ich räume nur kurz mal aus, ne? Es geht ja hier so nicht weiter. Das ist ja Wahnsinn. Was ist das für eine Mod? Die spinnen doch die Römer. Bis gleich. So, da ist er wieder zurück. Ich bin mir gerade unsicher, ob das nass nicht ein Nachteil ist, wenn ich hier rumrenne. Ob das nicht auch die Stimmung so ein bisschen verhagelt. I bet your nose is so high in the air, you could drown in a rainstorm. I'd be proud too. Ich nehme das hier mit. Ich verkaufe dir einen Lenker. Und ich hätte gern einen neuen Job. Was brauchen wir? Level 3 haben wir gesagt, ne? Boah, die sind aber ganz schön weit weg vom Händler. Aber wir können mal hier hingehen. Das ist um die Ecke sozusagen. Das nutzen wir. Stone Spear Quality 3. Mann, habe ich mich darüber gefreut, dass ich jetzt einen Steinspeer habe. Hast du ein Repair? Du hast nur normale Repair-Kits. Well, you're tighter than a tick. Repair. So, wir brauchen eins für die Pistole. Die hier. Ah, da brauchen wir Handgun-Parts und ein Repair-Kit. Na gut, das können wir ja leicht herstellen, oder? Ich kaufe dir jetzt meinen ab. Dann können wir nämlich auch unsere Pistole wieder reparieren. Gut. Zur Not haben wir auch noch die mit 762, ne? Aber das ist schon ganz okay so. Warte mal. Doch, 2,4%. Wir achten mal unten nicht, dass das jetzt hochgeht, obwohl ich Lavendelöl mir reingezerrt habe. 74,9. Nicht, dass der Regen auch einen negativen Einfluss hat. Ja, ich muss sagen, so langfristig, ich finde dieses Modpaket nicht so geil. Ich habe jetzt die Tage, haben wir ausprobiert, Afterlife ist auch ein Modpaket, was sehr stark auf solche äußeren Einflüsse geht. Auch ein ziemlich spannendes Ding. Aber das ist noch krasser als die Mod. Also wenn die Mod schon... Oh, ich bin nicht komplett. Ja, ich habe es gesehen. Wo? Ich bin nicht komplett geheilt. Habe ich schon gerade gedacht, warum greift mich jetzt der Geier hier an? Kann ich hier eigentlich rein? Ne, ist locked. Und eine Schlange. Oh, meine alte Basis. Ist da noch? Da habe ich mal drin gewohnt. Da ist Schlänkchen. Warte mal, ich mache das mit der hier. Wo ist denn hin, die Schlange? Da ist er. Packe ich jetzt aber ins Fahrrad. Ich will ja nicht hier noch zusätzlich Zombies anlocken. Kommt sie her? Hat sie mich schon gesehen? Was war denn das für ein Fail? Geht auf jeden Fall. Ach, komm, den Pfeil nehme ich wieder mit. Darf ich bitte meinen Pfeil haben? Danke. Hier habe ich mal gewohnt. Die haben wir mal ausgebaut. Da hatten wir das Ding hier als Garage, was ja auch passend ist. Schon ein bisschen her.
So, das haben wir. Ja. Das war gut, da hat mir unten die Bohrer liegen. War das nicht in der ersten Staffel Präpokalypse, wenn ich mich richtig erinnere? Ich weiß es nicht mehr. So, find the White River Supplies. Sie sind im Keller. Und hier geht's rein. Licht nehmen wir mit. Wir brauchen zu Hause Beleuchtung. Genau, mit dem Turm hier unten. Und hier geht's hoch. Okay. Nämlich zum Büsen. Na. Na, es lohnt sich ja nicht wirklich, was hier so liegt, ne? Okay. Oh, ist aber ganz schön was los. Hä, wo sind denn die, die mich hier anschreien? Die denn? Die scheinen draußen zu sein. Ja, und hier hätte ich meinen Landclaim-Block runtersetzen. Ah, da. Ach du Schande. Ach du Güte, was ist denn hier los? Wo kommen die denn alle her? Uiuiui, Frau Batz, jetzt kommen sie aber hier in Massen. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz. Alter Vater, was denn hier? Kommen die denn alle her? Habe ich die alle aus dem Haus geweckt? Wo? Oh, hinter mir. Shit. Wer ist denn hier der Kotzer von euch? Ah, da. Wo ist denn die? Ich muss jetzt erstmal Ringelpiez mit anfassen machen hier. Wo ist denn? Ach, da hinten. Mutti ist das. Okay, wir brauchen noch eine Bandage, damit wir uns hier komplett durchheilen, damit wir nicht noch mit Geiern Probleme kriegen. Ja, da haben wir es schon. Oh, ja. Na, kotz du mal da rum. Na, ah, das gibt's nicht. Der blöde Baumstamm lässt mich auch immer abheben. So, darf ich jetzt weitermachen? Wie süß da oben in der Ecke noch Shelter eingeblendet wird. Jetzt geht's dir gut, jetzt bist du in Sicherheit.
zieh mir nochmal eine Bandage rein. Wieso gehst du nicht höher? Wieso bleibe ich bei 120 von 122 stecken? Die Schürfwunde, ja, stimmt. Nur weil ich Aua im Knie habe. Noch ein Fahrradrahmen. Ich hätte bald ein komplettes Fahrrad bauen können und dem Händler verkaufen. So. Mir ist sicherlich aufgefallen, dass mein Helmlicht an ist, obwohl es nicht an ist. Ich habe nämlich einen Bug gefunden. Und zwar, wenn du dich aufs Fahrrad setzt, geht automatisch das Licht an von dem Helmlicht. Aber es ist gar nicht an. Also ich weiß jetzt nicht, ob Batterien verbraucht wird. Müssen wir gleich mal beobachten, wenn ich an einer Position bin, wo ich dann mal auf mich auch wieder aufs Fahrrad schwingen kann, damit wir mal gucken können, ob die Batterie trotzdem verbraucht wird oder ob ich es immer wieder bewusst abschalten muss. So, ich bin wahrscheinlich maximal überladen. Den Kochtopf nehmen wir mit, die Nägel machen wir klein, die Feder machen wir klein, die Röhrchen machen wir klein. Da können wir alles mitnehmen. Hopfen brauchen wir nicht, Splitter brauchen wir nicht. Wobei das Quatsch ist, den nehme ich mal mit. Da können wir uns Building Blocks herstellen. Gammel will ich nicht. Wasser nehmen wir mit. Das würde ich gern alles verkaufen. So, mal schauen, ob wir einen Tresor aufkriegen. Oh, 18:48. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Na komm, ich will doch jetzt hier nicht alle meine... Na danke. Begeistert mich jetzt nicht wirklich. Warte mal, die River Supplies sind immer noch unter uns. Ist denn hier drin? Wie viel Kisten sind hier drin? Was erzähle ich gerade? Was war das für ein Aussetzer? Ah, Mist. Sand, Erde, Federn, Holz. Weiß ich noch nicht, ob ich Kartoffeln... Das ist nicht mehr. Das haben wir alles leer. Leider kann man sich ja den meisten Kram, den man hier so findet, gar nicht so reinziehen, ne? Ich glaube, dahinter sitzen sie jetzt, oder? In der Ecke. Ja. Oh nein, auch noch so einer. Hat er mir eine weggeschallert. Okay, schnell noch nachladen. Nachladen. Okay, Mist.
Weg. Kleber mitnehmen. Kiste aufschlagen. Ah, ich habe zu viel Kram dabei. Warte mal, was können wir wegbringen? Das machen wir klein. Kaffee nicht, Blaubeeren nicht. Gammel raus, das raus, scrappen. So fühle ich mich schon besser. Ach du Güte, jetzt weiß ich, was das war. Yo. Hier ist auf jeden Fall jetzt... warte mal. So, ja, so fühle ich mich besser. Was haben wir denn? Aha. Komm, hier rennt keiner. Ist noch jemand? Die passt da nicht rein. Haben wir hier noch Mods? Passt auch nicht rein. Oder? Doch. Und 56, jetzt brisiert's aber. Go, 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 go. Das war Glück. Nein, kein Gewehr. Nutze ich nicht. Gut. Und raus hier, oder? Ah, da ist noch Medizin. Und White River Supplies noch finden. Da hinten. Ja. Oh, 10 Lavendel. Die lasse ich auf jeden Fall nicht hier. Die nehmen wir mit. Und hier machen wir Building Blocks raus. Und den Rest. Ne, da ist nichts drunter. Okay. Gut. Hier geht's irgendwo raus, oder? Ah ja, hier. Ah ja, das ist die Klappe an der Seite, die ich schon gesehen hatte. Wir müssen nur unser Fahrrad holen und schnell beim Händler was abgeben. Ich versuche mich zu beeilen. Bis gleich. Das ergibt eine lange Folge, aber wir haben es geschafft. Und wir können auch noch abgeben. Well, hot dog. Let's shoot out the lights. Good work. Keine Ahnung. Essen? Steroide? Painkiller? Essen. So. Das gibt unsere nächste Runde. Ich habe jetzt so viel noch im Fahrrad, was ich eigentlich dann noch verkaufen will. Aber ich denke, so passt das ganz gut. So, bis zum nächsten Mal. Wir machen weiter und die Folgen werden immer länger, habe ich das Gefühl. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.